Und da geht's natürlich auch gleich weiter. Das ist unglaublich. Ich bin echt wütend. Was denn los? Was los ist? Siehst du das denn nicht? Sie haben einfach alles mitge... Ja. Bram ist weg. Die Arme, sie scheint gar keine gute Zeit... Hä? Ich dachte, das ist ein Typ. Im ersten war es ihr Onkel. Na, willst du nochmal einen Ring gegen mich verlieren? Die Marine. Au. Oh, war das gemein. Oh Mann, da bist du so schön in einem Run drin. Das war knapp. Immerhin. Jetzt hoffentlich klar. Ja, genau, Koa. Mario. Neues Kart. Ja, ich habe doch zwei. Oh, mache ich direkt nochmal. Es hat Spaß gemacht, tatsächlich. Oha. Habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Dementsprechend müssen wir jetzt mal zweimal das Rennen neu machen. Thank you.
immer so knapp, dass man nicht denkt, das schafft man nicht, aber eigentlich... Ich glaube, damit landen wir die Tauchdinger frei. Ins Kleine, diese ganzen Schätzchen. Wollen wir mal gucken, was gibt's denn? Ah, schön. Meeresblauer Rucksack. Den hab ich. Ja, ich hab doch gekauft, oder nicht? Ist die Aokiji auch Dingsbums? So, ich müsste eigentlich genug Kohle haben. Okay, ich kann also wirklich nicht. War hier irgendwo ein Hund? Komisch. Maha-Tempel. Wenn ich das richtig berechnet habe, zeigt die Karte die Position des Maler-Tempels. Die Piraten trauen sich vielleicht was. Sei nicht böse auf sie. Hm. Wir haben tatsächlich Spaß, die Piraten. Das Piratendasein scheint lustig zu sein. Hm. Trotzdem spielt man nicht mit den Geistern der Ahnen, stimmt's? Mhm. Richtig, in diesem Tempel hausen mächtige Wesen. Sie sind unsere Freunde. Kannst du sie sehen? Ja, seltsam. Das erinnert mich an ein Buch, das ich von Akila bekommen habe. Darin steht, einige wenige Glückliche können die Geister nicht nur sehen, sondern auch mit ihnen kommunizieren. Kannst du sie sehen? Nein. Das ist ja komisch. Wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem ich kommuniziere, würde ich auf jeden Fall dich auswählen. Pass auf dich auf. Ja doch, bis bald. Oh, noch mehr? Gib mir das, sehen wir mal. Hm, eine kleine Karte. Ich ergänze sie sofort zum Rest. Und schön drauf. Gut, dann haben wir alles. Was willst du denn? Edigan, das ist ja ewig her. Ich habe dich auf der Insel gar nicht mehr gesehen. Wo bist du denn gewesen? Nun, ich war auf Geschäftsreise. Erwachsenenkram, sehr wichtig in einem weit entfernten Land. Oh, das ist gut. Ja, sehr gut. Aber jetzt bin ich zurück. Die Wirtschaft von Quelles braucht mich und ich bin hier, um sie zu retten. Wovor denn retten? Natürlich vor dem Chaos. Vor Anmut, vor Knappheit. Oder ist dir noch nicht aufgefallen, dass kein einziger Tourist auf der Insel zu sehen ist? Mir ist etwas aufgefallen, ja? Tja, jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen, Kleine. Dafür sind Bankiers ja da. Wir verwalten die Güter, um einen Zustand zu erreichen, in dem der Markt alles reguliert. Hey, schläfst du etwa ein? Nein. Nein, nein, natürlich nicht. Das dachte ich mir. Na gut, kommen wir zum Punkt. Ich habe angefangen, mit den Tyrannen zu verhandeln. Mit den Piraten, meine ich. Gemeinsam könnten wir die Stadt in ihrer einstigen Pracht erstrahlen lassen. Klingt doch gut. Was brauchst du? Freut mich, dass du fragst. Ich brauche Perlen, Kleine. Perlen?
Die sind wichtig, Cora. Wirklich wichtig. Das Geschäft ist schwerer, als es aussieht. Ich muss mit Wesen aus den finsteren Albträumen verhandeln. Und dafür brauche ich Perlen. Wenn du das sagst, komm ab und zu vorbei und ich zeige dir, was ich habe. Wir geben die Sachen, die wir von der Insel genommen haben, zu einem fairen Preis zurück. Aber die waren doch bereits auf der Insel. Warum müssen wir bezahlen, um sie zurückzubekommen? Das nennt sich Kommission, Kleine. Und warum gibt es eine Kommission? Wir könnten die Sachen doch einfach zurückbringen und fertig. Weil Ausgaben gedeckt werden müssen. Das ist Erwachsenenkram. Zu kompliziert, um es jetzt zu erklären. Merkt ihr das? Nichts im Leben ist gratis. Aha. Der hat bestimmt mitgemacht. Da bin ich mir sicher. Aber das kriegen wir hin. So, da werde ich in Discord angeschrieben. Wie lange sind wir dann schon dran? Na, ein paar Minuten haben wir noch. Gib mir eine Sekunde. Wollen wir mal weitermachen? Entschuldigung. Gut. So. Wunderbar. Dann können wir noch weitermachen. Natürlich. So. Oben und unten. Erstmal links unten. So, hier runter muss jetzt was sein. Ja, das mit dem Lenken auf der World Map ist ein bisschen extrem, finde ich. Finde man bestimmt Getriebe. Der vergessene Außenposten. Sekunde. Kann ich jetzt hier cheaten? Soll wahrscheinlich hier runterspringen.
Oh, ich dachte schon, das Spiel hätte sich aufgehängt, aber... Hat sich das jetzt geöffnet? Na, mach ich neu, komm. Warum nicht? Gut, das mit dem Cheaten hat doch nicht geklappt. Ich dachte, ich könnte jetzt ganz einfach durchrennen. Oh, ist das gemein. Da muss man sich ja wirklich Gedanken machen, was man macht. Wenn man hier... Ich hab's. Alles andere ist mir egal. Ja, solides Silber. Ist okay. Es gibt Neues beim... Ja. Ist halt die Frage, ob ich darauf jetzt schon Lust habe. Alles gut. Ich habe nur kurz rausgetappt. Beschleuniger. Jawohl, ich bin jetzt schneller unterwegs. Oder? Let's go. Ich habe den Motor deines Boots verbessert. Jetzt kannst du auf Turbogeschwindigkeit. Pass auf dich auf. Hier war ich schon. Gut, dann will ich nochmal hier hoch. Sekunde. Hast du all die Schweine gesehen? Die sind so entspannt. Ja, ehrlich gesagt, beneide ich sie ein bisschen. Wir könnten auch mal ein Nickerchen machen. Ach, Schweinchen. Ich habe keine Ahnung, warum die Zeit läuft.
Guten Morgen oder Nachmittag. Keine Ahnung. Wie fühlst du dich? Tatsächlich sehr gut. Nichts geht über ein Nickerchen. Das höre ich gern. Wenn du geschlafen hast, bin ich auf Erkundung gegangen und habe das hier gefunden. Hier, du kannst es haben. Lol. Insel der Ruhe. Oh, das ist aber schön. Wollen wir doch gleich mal los. Gucken, was der Caleb noch für uns hat. Können wir aber jetzt kommen wir aber gut voran. Jo, wir können springen. So, machen wir aber den nächsten Part, Leute. Macht's gut.